Hallo und willkommen bei Schlesien Journal. In einem kühlen Grunde, da geht ein Mühlenrad. Das Rad dreht sich nicht mehr, aber die alte Mühle in Tworkau mahlt seit 1703 ununterbrochen. Darüber berichten wir gleich nach den Infos. Fast 100 Radfahrer entdeckten mit uns Oberschlesien. Schon zum dritten Mal hat unsere Fernsehredaktion, die Pro Futura, eine Fahrradtour veranstaltet. In bester Stimmung radelten wir Freizeitsportler am 18. September von Oppeln über Derschau, Nivki, Turawa bis nach Großdöbern. Auf der 40 Kilometer langen Strecke machten wir an sehenswerten Plätzen Halt, wie zum Beispiel am Denkmal des Radrennfahrers Joachim Halubczok und in Kirchen. Bis in einem Jahr wieder bei unserer Fahrradtour. Auf der Seite www.e-historie.pl finden Sie Interviews über die bewegte Geschichte Oberschlesiens. Das Projekt Archiv der erzählten Geschichte bietet jungen Menschen die Möglichkeit, diese Geschichte hautnah zu erleben. Od dawna interesuję się historią. W tym projekcie mam możliwość poznania świadków historii, ich opowieści, których nie przeczytałem w książkach. Erst mussten die Jugendlichen das journalistische Handwerk erlernen, bis sie sich auf den Weg machten zu ihren Großeltern und Nachbarn, um sie über den Zweiten Weltkrieg, die Nachkriegszeit, die Arbeitslager, den Kommunismus oder die Gründung der deutschen Minderheit zu interviewen. All das wird auf der Internetseite festgehalten. Organisator des Projektes ist das Haus der deutsch-polnischen Zusammenarbeit. Am 2. Oktober beginnen die deutschen Kulturtage. In 11 Veranstaltungen, die über 2 Monate verteilt sind, wird den Mitgliedern der deutschen Minderheit und der polnischen Mehrheit die deutsche Kunst, Kultur und Musik präsentiert. In diesem Jahr gibt es Ausstellungen im Diözesanmuseum, wie auch eine Reihe von Vorträgen über mutige Frauen Oberschlesiens. Die 8. deutschen Kulturtage werden am 2. Oktober mit einem Konzert des Warschauer Akkordeon-Duos Gabriela Machowska-Kopiec, Piotr Kopiec und Jacek Małachowski in der Oppelner Musikschule eröffnet. Beginn ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei und alle weiteren Veranstaltungen finden Sie auf www.tskn.vdg.pl. Geschichten aus der Geschichte des Oppelner Landes heißt ein Wettbewerb für Gymnasiasten. Aufgabe der Schüler ist es, eine Geschichte aus ihrem Wohnort oder der Gemeinde aufzuschreiben, ein Foto zu schießen oder ein Bild zu malen. Die besten Arbeiten werden dann in einem Buch veröffentlicht. Auf die Teilnehmer warten tolle Preise und anmelden kann man sich bis zum 1. Oktober unter dbg@vdg.pl. Weitere Informationen gibt es bei der Deutschen Bildungsgesellschaft, dem Veranstalter des Wettbewerbs. Die alte Mühle in Tworkau ist eine der größten Schätze des Dorfes. Vor über 20 Jahren hat das Geschäft der jetzige Besitzer Franciszek Pawlik übernommen. Der Familienbetrieb funktioniert ununterbrochen seit 10 Generationen. Und als einzige Mühle in Polen arbeitet sie nach traditionellen Methoden. Ich habe das 1990 übernommen nach dem Vater. Ich bin eigentlich Baumeister vom Beruf und dann ist der Vater krank geworden und einer musste von uns zu Hause bleiben. Darum habe ich das dann schnell Müller gelernt und angefangen zu arbeiten und war Bedarf für Müllerarbeit in der Zeit. Wenn man schon ein bisschen älter ist, dann guckt man öfter nach hinten und darum wollte man auch dann die Tradition von der Familie weiterführen. Alte Mühle, da müssen auch alte Maschinen sein. Ich habe das ein bisschen renoviert, aber auf alte Basis. Da habe ich vom alten Mühl die Maschinen abgekauft, renoviert und reingebaut. Und da habe ich auch die Menge
die Leistung von der Mühle verdoppelt. Vorher war 1,5 Tonne und jetzt habe ich 3 Tonnen pro 24 Stunden. Die Maschine hier drehen in der Mühle, der Plansieg, der ist 37 reingebaut, hat der Opa gemacht. Die Maschine für Mehl ist 1918 reingebaut. Und die Walzen, was ich hier abgekauft habe, die sind so Mitte 1935. Da sind keine Daten da, aber ich schätze, die sind so 35 gebaut. Anfang von Forkauer Mühle ist 1703, da wurde hier die Holzmühle gebaut. Die wurde dann mit Wasserrad angetrieben. Ich bin schon die 10. Generation in der Mühle in Forkau hier. Wir mussten immer helfen, dem Vater bei der Mühle. Ne? Denn bis Anfang 60 war viel Arbeit noch. Ne? Da hat die Mühle fast Tag und Nacht gelaufen. Und dann mussten wir mit dem Bruder auch immer was helfen da, sauber machen oder ausgeben. Und darum haben wir die Arbeit hier schon gekannt. Vor alten Zeiten, die Mühle, da war irgendwas im Dorf. Meine Mutter hat immer erste Bank in Kirche gehabt. Da war so eine Tradition, Lehre, Pfarre und Mühle in Dorm waren berühmt. Heute ist das nicht mehr so. Heute ist andere Zeit. Mein Weizenmehl geht generell für Kuchen backen. Kuchen, schlesischen Kuchen, Torten, Keksen, Nudeln machen. Das ist dann Weizenmehl, was ich mache. Na, das ist die letzte Mühle in Schlesien, kann man so sagen, was noch Kundendienst macht. Ist klein und basiert generell auf Kundendienst. Und die großen Mühle, ja, das ist dann Fabrik einfach. Was sie hier bei mir kriegen, die Kunden, das ist frisches Mehl. Das wird nicht lange in verschiedenen Lager gelagert. Das ist Produktion von letzter Woche. Wenn der Kunde heute kommt, kann sein, dass er das Mehl vom 3 Tage hergestellt ist. Bei der Arbeit ist mehr Liebe reingesteckt. Naja, jetzt gefällt mir die Arbeit hier, sag ich. Das ist, wie das in dem Lied ist, ne? Nie merkt man am Młynarzu, bo na słońce nie wyłażą, rozkazują sobie wodzie, jak ona chodzić może, ne? Oder ein schönes ist deutsches Lied auch, Wandes ist des Mühles Lust, ne? No, darum, gute Arbeit. Haben wir viel Kontakt mit Kunden, kann man ein bisschen sprechen, auf der Bank sitzen, erzählen, was Neues in der Welt ist. Das ist ein Betrieb, ein Museum in Betrieb, kann man so sagen. Also ist das Museum in Betrieb. Das lebt alles noch und bewegt sich alles noch und produziert auch noch dazu. Na klar, kann man stolz sein, dass das noch die alte Maschine und die ganze Tradition weiterläuft. Das ist eine gute Sache.
Ach, das ist doch ein Juwel. Eine solche Mühle im Industriezeitalter. Es ist wie ein Sprung in die Vergangenheit. Schlesien Journal ist schon zu Ende. Die nächste Ausgabe in einer Woche. Auf Wiedersehen.